Der Gegner hat auf jeden Fall sehr gut hinten drin gestanden, haben auch noch vorne einen sehr guten Ball gespielt. Die Jungs waren alle motiviert. Und wir haben nach vorne vielleicht ein bisschen zu umständlich gespielt, den einen oder anderen Fehlpass, sodass wir einfach nicht vors Tor kamen. Und dementsprechend schwer haben wir es einfach getan. Ja, genau, zweite Halbzeit haben wir uns in der Halbzeit eingeschworen, dass wir auf jeden Fall rausgehen müssen, die erste Halbzeit gut machen müssen, schnellstmöglich möglich ein Tor schießen und dann das Spiel irgendwie nach Hause bringen, sodass wir eine Runde weiterkommen. Auf jeden Fall sehr gute Schüsse aus der Distanz, war auf jeden Fall kurz das Herz stehen geblieben, aber zum Glück nicht drin gewesen. Auf jeden Fall dieselbe Partie wie in der Liga. Stellen sich hinten rein, stehen gut gegen den Ball und da haben es auch bis zur ersten Halbzeit gedauert, bis wir das Tor gemacht haben. Ein ähnliches Spiel können wir auch im Pokal erwarten. Ja, aufgrund der ersten Halbzeit sah es lange nicht so aus. Am Ende dann doch etwas klarer, konnten das Spiel auch etwas besser gestalten, aber die erste Halbzeit war schon sehr bedürftig und war inakzeptabel. Ja, Ballsicherheit, Bewegung ohne Ball, haben zu viele Abspielfehler gehabt, zu frühe Entscheidungen gesucht. Gerade in der gegnerischen Hälfte haben wir ganz viele Fehlpässe gehabt und haben dann defensiv, muss man auch sagen, nicht konsequent verteidigt. Hatten dann in den ersten 15, 20 Minuten drei Situationen, die wir überstehen müssen. Da können wir uns nicht beschweren, wenn wir in Rückstand geraten. Aber die U19-Akteure haben gut gespielt, also an denen lag es auf keinen Fall. Nee, gar nicht. An der Personalentscheidung überhaupt nicht. Wir haben ganz schwer ein Spiel gefunden und haben Zeit gebraucht und uns wäre es fast um Ohren geflogen. Gerade in der ersten Halbzeit auch standen gestandene Spieler auf dem Platz, die auch Unsicherheiten gezeigt haben. Aber die haben dann in der zweiten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt. Und ja, deswegen denke ich, sind wir am Ende doch auch verdient weitergekommen. Bisschen. Ja, ich habe gehofft, dass sich vielleicht den ein oder andere noch ein bisschen mehr schonen kann. Das war dann nicht möglich. Aber mit Kinchi muss man sagen, haben wir einen, der aktuell überragend drauf ist, der viel Schwung reinbringt, der Torgefahr ausstrahlt und der dann auch das 1-0 mit einer Überzeugung erzwingt, muss man sagen. Weil am Ende hat ja der Gegenspieler das Tor gemacht. Aber der bringt da schon richtig gut Schwung rein. Und mit Edis ein, der sich einfach gut in Räume bewegt und mit Kinchi dann auch gut harmoniert. Und deswegen konnten wir da von der Bank auf jeden Fall Leute reinbringen, die dann nochmal das Spiel für uns entscheiden. Ja, ich denke erstmal nicht so weit. Wir haben jetzt Gonsenheim vor der Brust. Wir haben ein ganz schweres Spiel. Da haben wir noch was gut zu machen. Und dann schauen wir nur von Woche zu Woche, weil wir dann schon wieder drei Tage später in Karbach spielen müssen und werden uns dann frühzeitig mit dem Pokal befassen. Ja, die Chance für die Oberligisten ist deutlich gestiegen, keine Frage. Und wir gehören dazu, aber es ist noch ein weiter Weg. Wir müssen im Pokal ein anderes Gesicht zeigen, weil wir da doch zu schwankende Leistungen zeigen.